aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Sven Lorich. Live-Musik kommt von Max Mutzke. Und hier ist der neue Liebhaber von Bettina Wulff. Hier ist Pierre M. Krause. Guten Abend. Dankeschön. Hallo. Hallo Baden-Baden. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen zur Show. Smith, ladies and gentlemen. Beste Showband der Welt. Vielen herzlichen Dank. Das ist neu. Au. Nippel. So, Mensch, wie die Zeit vergeht, oder? Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. In einem Monat ist schon Nikolaustag. Und am Sonntag ist schon wieder, was ist am Sonntag, wer weiß es? Die Lingen? St. Martin. St. Martin, richtig. Vielen Dank an unsere aufmerksame Zuschauerin in der dritten Reihe. St. Martin, wir freuen uns drauf. Es werden alte Lieder gesungen und Fackelzüge marschieren durch die Straßen. Also das, was in Dresden inzwischen Alltag ist. Für die Generation Facebook, St. Martin hat seinen Mantel geteilt, 2 Millionen Menschen gefällt das. Weiß man eigentlich schon, wer die Nachfolge von Angela Merkel antritt? Weiß man das inzwischen? Es wird ja sekündlich eine neue Information rausgehauen. 12 Bewerber gibt es nun in der CDU und man weiß noch nicht, wer soll's machen. Was wir inzwischen wissen, das haben wir als engagierte Journalisten herausgefunden, Jupp Heynckes hat schon mal sein Handy ausgeschaltet. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat gute Chancen auf den CDU-Vorsitz und viele im Saarland freuen sich jetzt. Endlich mal eine Verwandte von uns. Und Jens Spahn, und das sage ich aus voller Überzeugung, Jens Spahn hat auf jeden Fall das Zeug dazu, die SPD wieder nach oben zu bringen. Und das ist auch toll. Und Friedrich Merz darf nur vorsprechen, wenn seine Bewerbung auf den Bierdeckel passt. So. Jetzt habe ich was zum Mitschimpfen. Wir schimpfen doch alle gerne mit. Alles wird teurer, meine Damen und Herren. Fällt Ihnen das auf? Alles wird teurer. Man hat weniger im Geldbeutel. Benzin war in den letzten Tagen so teuer wie noch lange nicht. Benzin ist sehr, sehr teuer. Eine volle Tankladung kostet inzwischen fast so viel wie ein Kaffee Latte bei Starbucks. Aber nur fast. Und das liegt, das werden Sie wissen, unter anderem am Niedrigwasser in der Binnenschifffahrt. Das Wasser im Rhein ist so niedrig, wenn Jesus da heute drüber laufen würde, es würde niemand applaudieren. So niedrig ist das Wasser. Das Niveau im Rhein ist inzwischen so tief, bald schreibt ein Fluss Witze für uns. Allen steht das Wasser bis zum Hals, nur nicht Hein, der steht im Rhein. So. Nicht nur Benzin wird teurer, wir regen uns weiter auf. Selbst im Discounter wird es jetzt Preiserhöhungen geben. Schauen Sie, die Grundnahrungsmittel bei Aldi werden teurer. So. Mehl wird sehr viel teurer werden. Mehl ist so teurer, einige meiner Fernsehkollegen backen inzwischen schon mit Kokain. Also, denken Sie sich schnell noch ein mit Lebensmitteln, kaufen Sie so Zeug, solange man sich noch was leisten kann. Aber es gibt eine Berufsgruppe, beziehungsweise eine Menschengruppe, für die ist das kein Problem und das sind sogenannte Prepper. Die haben da keinen Grund zur Panik, die sind nämlich vorbereitet von Prepare. Preppen kommt ja Prepper. Und die haben sich schon mit Lebensmitteln eingedeckt. Prepper sind Menschen, die sich auf den Extremfall, die große Katastrophe, den Super-GAU vorbereiten. Oder die Zombie-Apokalypse etwa. Sie werden das alles überleben. Und ich habe Simon Träger, er ist ein Prepper, getroffen. Er verkauft Krisenpakete und hat mir beigebracht, wie man überlebt, wenn die Welt untergeht. Wir tanzen jetzt den Apokalypso. Letzte Woche haben Sie den ersten Teil unserer Miniserie gesehen. Und hier kommt nun der zweite Teil. Hier werden Sie gut vorbereitet. Bitte schön. Simon, hi. Hallo. Pierre, du bist Prepper. Das heißt, du bist auf den Fall vorbereitet, dass eine zum Beispiel Zombie-Apokalypse eintrifft. Ich habe einen Fluchtrucksack bei mir in der Wohnung stehen. Schlafsachen. Klamotten. Erste-Hilfe-Set. Geld ist drin. Es nimmt jetzt vielleicht den meisten Platz in dem Rucksack weg, wenn der atomare Winter kommt. Super, super, Nova. Kannst ja blind werden, wenn du da reinguckst. Sollte Wodka sein. Jetzt ist mir das Ende der Welt scheißegal. Und ich glaube, jetzt haben wir Stromausfall. Wieso haben wir jetzt Stromausfall? Erstes Gebot bei dem eintretenden Stromausfall ist, und da sind wir uns einig, Panik. Ah, wir werden alle sterben. Zweites Gebot. Oh. Aber ich habe Gott sei Dank einen Flachmann. Drittes Gebot. Wieder einkehrende Panik. Ja! Der Wodka ist alle! Ich liebe dich! Okay, das wäre meine Strategie. Was wäre deine? Wenn ich gemerkt habe, das Ganze geht weiter und kann länger dauern,
Lass ich jetzt Badewanne und verschiedene Gefäße mit Wasser volllaufen. Wir werden ein super Team. Ich lass mich volllaufen, du die Badewanne. Als nächstes sollten wir mal schauen, dass wir irgendwie Licht haben. Okay, was kommt jetzt? Sogenannte Schwerkraftlampe. Ja. Schwerkraftlampe? Du ziehst das Gewicht hoch und dann braucht das knapp 20 Minuten, bis das wieder unten ist. Nein. Hast du da oben Licht? Aber ist doch praktisch, ne? Man braucht nichts außer Schwerkraft. Gravitation ist auch manchmal eine Bitch, muss man sagen. Das sehe ich, weil ich krieg langsam so Brüste. Die hängen. Die hängen. Mhm. Was erzähle ich hier eigentlich von meinen Brüsten? Riesenexplosion zu hoch. Hitze, Stürme, Dürre, Klima. Der Meteoritenschauer. Was ist das hier für ein Warnhinweis? Du sollst dein Kind damit nicht erdrosseln. Ah, okay. Aber es ist gut zu wissen, dass man es könnte. Es kann ja auch nerven. Dieses, oh, ich habe nichts zu essen. Wir werden alle sterben. Ja. I never felt so much alike. Wenn wir einen größeren Stromausfall haben, gibt es Pakete, die ich anbiete. Campinggas. Gaffertape kann man immer gebrauchen. Kann man was abdichten, Fesselspiele machen, Ducktape. Hab ich immer gern geguckt. Ja. Du kannst sau viel Sachen damit machen. Eine Leiche beseitigen zum Beispiel. Was fällt dir sonst noch ein? Den Zeugen, der gesehen hat, wie du eine Leiche beseitigst, töten und dann seine Leiche beseitigen. Was würdest du damit machen mit den Müllsäcken? Müllräumen. Womit unterhalte ich mich eigentlich? Du kannst erstmal das Survival-Buch lesen. Radioaktiver Regen, Nebel, Schnee. Verstecken, Ungezieferschutz, UFOs. Dann hast du dein Stofftier. Mit dem kannst du. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ja. Okay. Ja. Mau Mau spielen. Absolut. Ja. Mhm. Uno. Konversation von auf Angesicht keinen Fall. Zu Angesicht. Nein, nein, nein. Mau Mau. Okay, lassen wir. Ja. Cool. Explosion soll noch in 200 Kilometern mit Feuer und Zorn bei einem atomaren Super-GAU. Aber wie putze ich eigentlich richtig? This is the end. Hast du Haustiere, die man schlachten kann? Ich hab Haustiere. Was hast du, Haustiere? Kaninchen. Aber stell dir vor, du bist draußen, ist atomarer Winter. Bist hier mit deiner Freundin und den drei Kaninchen. Freundin oder Kaninchen? Kaninchen oder esse ich die Freundin? Und mit Essen meine ich verspeisen. Wahrscheinlich erstmal die Kaninchen. Ich hätte auch die Freundin genommen. Die Kaninchen, ich hätte auch die Kaninchen. Nee. Ich hätte auch die Kaninchen genommen, ja. Genau. Jeder gestaltet sich seine Endzeit ja individuell. Ne? Das ist ja das Schöne an der Apokalypse. Das kommt drauf an, wo du wohnst. Ja. Wohnst du jetzt in einem Überschwemmungsgebiet? Ja. Dann solltest du in die Richtung schauen. Absolut. Ja. Oder wohnst du in einer Raststadt? Da ist jeden Tag Apokalypse. Was kostet denn so eine? Was kostet so eine Kiste? Die Kiste komplett knapp 300 Euro. Mit Inhalt. Mit Inhalt. Okay. Gut. Weil sonst wäre es echt sehr, sehr teurer Karton. Ja. Wenn du noch einen Tipp von mir haben möchtest, das Wichtigste beim Survival ist das Überleben. Da gebe ich dir recht. So. Apokalypse. Now. That's great. Vielen Dank, Simon. Hab mich gefreut. Ja. Apokalypse, Pest, Cholera. Ich habe einiges gelernt und ich fühle mich sicher, mir kann nichts mehr passieren. Es geht mir gut, die Welt geht nicht unter. Meine Gäste heute sind Sven Lorik, Musik kommt von Max Mutzke und das ist unsere Showband Smash! Ladies and Gentlemen, und ich freue mich jetzt sehr auf meinen Gast, den ich sehr bewundere. Ich bewundere ihn vor allem wegen seiner Disziplin. Nicht nur, dass er durch Sport, ich glaube, 112 Kilogramm abgenommen hat. Nein, er steht morgens zu einer Uhrzeit auf, die man sich auch durch die Abschaffung der Zeitumstellung nicht mehr schönreden kann. Und das macht er alles nicht, und das möchte ich betonen, für sich selbst, sondern das macht er für Sie, meine Damen und Herren an den Bildschirmen zu Hause, für den Beitragszahler. Hier ist ein verlässlicher Anker des Morgenmagazins. Hier ist das, ich würde sagen, die Säule der ARD. Zum ersten Mal übrigens bei uns in der Show. Wir freuen uns alle sehr auf Sven Lorik! Herzlich willkommen! Danke dir! Sven Lorik! Ah, schön! Danke. Endlich! Coole Band! Eigentlich hatte ich jetzt Frühstück erwartet, mein Lieber. Ja, wir sind so spät, es ist fast schon eine Morningshow, das kann man sagen. Nee, weil das ist eigentlich meine Zeit zum Aufstehen. Ja. Also 0 Uhr stehe ich normalerweise auf fürs ARD Morgenmagazin, weil wir um 1 Uhr anfangen.
Und so ein Brötchen wäre jetzt ganz gut gewesen. Das wäre jetzt so meine Zeit, weißt du so? Können wir ein Brötchen für Sven Dorik haben? Du, das ist kein Problem. Wir sind lauter Leute, die haben die Hände in den Taschen, die kriegen wir sofort ein Brötchen. Vielleicht finden Sie auch mal. Um 0 Uhr? Wie, ja. Aber das heißt, du hast ja eine Woche Morgenmagazin und dann sind die Kollegen dran und ja. Dann hast du. Und wie stellst du denn dann deinen Biorhythmus um? Das ist jedes Wochenende aufs Gleiche. Es gab schon Partys, wo meine Frau sagte, komm, da gehen wir jetzt an einem Freitagabend hin. Also freitags morgens MoMA, freitags abends Party. Und dann sitze ich auf dem Sofa so um 23.30 Uhr und penne wirklich ein. Alle Leute drumherum sagen, die wissen zu feiern, die Jungs vom Fernsehen. Ja, sehr gut. Natürlich. Das, gut, da kann man sich natürlich das Image auch aufpolieren. Auf jeden Fall. Ich bin totaler Morgenmuffel. Wenn, ja. Wenn ich morgens aufstehe, ich kann auch keine lustigen Morningshows im Radio hören und so, das macht mich noch aggressiver. Das ist das Alter. Das ist das, ich glaube das auch. Und dann sehe ich euch im Morgenmagazin und die sind alle so gut drauf und so. Und ich denke, toll, das will ich auch haben. Wie macht ihr das? Das ist, gibt ein geheimes Ritual bei uns. Oh. Weiß nicht, ob man das jetzt hier verraten. Sind Sie? Doch, darf man, ne? Ja. Ist, wie jung sind die Jüngsten, die hier sind? Doch, das darf ich erzählen. 65. Ah, okay. So. Aus der Abteilung, wie hole ich das Publikum auf meine Seite in 3 Sekunden? Ja, nicht schlecht. Nee, wir sitzen ja mal so schön auf dem Sofa wie hier. Und dann läuft der Vorspann um 5.30 Uhr. Und dann hat sich in meiner Runde, also ich weiß gar nicht, ob es an mir liegt, aber wir sind ja schon mal ab und zu wechselnde Teams, aber da hat sich irgendwie eingebürgert, da hat Peter Grossmann mit angefangen, unser Sportmoderator. Dann sagt er in diesen 15 Sekunden Vorspann einmal das Wort Geschlechtsverkehr. Und genau, wir alle lachen irgendwie so. Und dann ist das Rotlicht an und dann fängt die Sendung an und man ist direkt gut gelaunt. Also man kann sagen, die sind beim Morgenmagazin so gut drauf wegen Geschlechtsverkehr. Letztlich ja. Eine meiner Lieblingssendungen, ich sage das nicht, weil du zu Gast bist, sondern weil ich es muss. Nein, aber ist Dings vom Dach. Ja. Super erfolgreiche Quiz-Sendung. Der Wahnsinn. Und läuft schon in der wievielten Staffel? Wir haben jetzt, also die Staffel kann ich sagen, wir haben jetzt aber die Sendung 400 letztens abgedreht. Und ohne Quatsch, am Freitag machen wir 401 und 402 und dann kommt 403. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Wir haben am Anfang ja gedacht, die Leute schicken ja Gegenstände ein und Prominente müssen erraten, was das für ein Gegenstand ist. Wir hatten Brille für Hühner, wir hatten Kondomaufwickelmaschine, wir hatten die verrücktesten Sachen, was es alles gibt. Und wir dachten, naja, nach so 2, 3 Staffeln, gibt es keine, aber die Leute schütten uns aus ganz Deutschland, aus Europa zu mit geheimnisvollen Gegenständen. Das ist einfach ein Traum. Wollen wir ein Spiel spielen? Gerne. Es klingt ein bisschen, wollen wir ein Spiel spielen? Du kannst dich ablehnen. Ja, okay, dann, wir spielen ein Spiel, ja. Inspiriert durch eure Sendung, aber eigentlich nur durch den Titel. Wir spielen Dach vom Dings. Oh. Wie der Titel schon impliziert, verrät sozusagen, schauen wir jetzt auf Dächer, aufgenommen von oben. Von oben. Google Maps. Weil das ist einfach auch sehr erfolgreich bei uns. Ja, neues Konzept. Von oben. Frankfurt von oben, Hessen von oben gibt es ja auch. Ja, da war ich einmal in Erdkunde, wenn der Herr Kraft sagte, mein, der auch mein Sportlehrer war, Sven, kommst mal nach vorne, zeig mal, wo Darmstadt ist. Dann stehst du da vor dieser Deutschlandkarte, ja, irgendwo da. So, Hessen, da, so in der Gegend. Europa auf jeden Fall. Wir machen es einfacher. Wir machen es einfacher. Man muss keine, ich bin auch geografischer Legastheniker, wir machen das viel. Wir zeigen jetzt sehr berühmte Gebäude. Aha, okay. Aber eben nur die Dächer. Ah, das ist gut. Und wer glaubt, sehr gut, das richtige Dach zu wissen, drückt diesen Buzzer und hat dann einen Punkt. Ja. Ich weiß nicht, was darunter gefallen ist. Wir ignorieren das. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gut. Wir spielen Dings vom, wir spielen Dach vom Dings. Ja. Hier ist unser erstes Dach. Ah, natürlich. Ah, okay. Ja. Das steht in Berlin. Ja. Und das ist Brandenburger Tor. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ja, gut. Sehr gut. Aber gut. Spitzenspiel jetzt schon. Auf jeden Fall. Haben wir noch? Komm, wir spielen weiter, oder? Mach du. Weißt du was? Ist es der. Ja, genau. Der Petersdom. Petersdom hätte ich gesagt. In Rom? Ja, Rom hätte ich gesagt, ja. Natürlich. Hi. Aber. Dann würde ich natürlich, wenn jetzt das für mich das Spiel ist, natürlich mir ein rundes Gebäude aus New York wünschen. Einen habt ihr natürlich jetzt so spontan nicht. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie viel haben wir denn noch? Raus. Komm, wir machen noch. Hau mal raus, was haben wir denn noch? Ah, Mist! Ach, Mist! Scheiße, es war so schnell und wieder weg. Ich habe einfach gedacht, Kirche, das nehme ich. Sollen wir es gleichzeitig sagen? Wir sagen gleichzeitig auf 3, was jeder denkt, was es ist. Okay. Aber du kriegst den Punkt, wenn es richtig ist. Oh, nee, das ist doof. Oh, auf 3. 1, 2, 3. Kölner Dom. Ulmer Münster. Fuck. Ulmer Münster? Yeah. Scheiße. Nein! Kölner Dom hat 2. Herzlichen Glückwunsch! Das war Dach vom Dings! Sven Dorik hat gewonnen! Ja, genau, ich Idiot! Aber ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ein rundes Gebäude in der Nähe von, vom Central Park kommt, nämlich das MoMA. Museum of Modern Art, weißt du so? Das wollten wir machen, aber das war uns zu naheliegend. Ah, verstehe.
Du, wer kam denn nicht auf die Idee? Wen muss ich denn da... Du hast bestimmt ein Selfie von dir mit dem Schriftzug MoMA, oder? Ich glaube in allen Variationen. In allen Schriftarten, in allen Farbkombinationen. Auch wenn Leute so, also was das Nummernschild haben, gibt ja Mo, ich weiß gar nicht, wo das ist. Und da habe ich ja schon mal gesehen, habe ich mich mit so einem Autokennzeichen fotografiert. So beknackt ist man. Hätte man selber basteln können am Rechner. Aber es ist Corporate Identity und es ist voller Einsatz. Auf jeden Fall. Ich bin im MoMA-Fieber. Sven, ich würde sehr gerne noch ein Spiel spielen. Gerne. Wir spielen viel zu wenige Spiele. Insgesamt und in dieser Show. Mhm. Und es ist ein Spiel, das aus einem bestimmten Anlass ist. Es wird uns ja öfter auch im Öffentlich-Rechtlichen der Vorwurf gemacht, wir würden uns zu wenig an die junge Zielgruppe richten. Ja. Wir würden uns nichts Neues ausdenken. Und ich kann diese Vorwürfe zurückweisen. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich. Bald gibt's im SWR wieder eine Sendung mit Andy Borg. Schlagerspaß mit Andy Borg. So, ja. Ich freue mich sehr darauf. Wir alle. Wenn mit Merz ein 63-Jähriger fast Kanzlerkandidat gefühlt demnächst bei der CDU wird, gibt der Jugend eine Chance, dann kann Andy Borg bei uns doch... Absolut. Aber Schlager ist total angesagt. Also viele Menschen hören tatsächlich Schlager und deswegen machen wir jetzt auch unser kleines, beliebtes Schlagerspiel. Wie das Spiel geht, erkläre ich Ihnen gleich. Die treuen Zuschauer unserer Show werden schon wissen, worum es sich handelt. Wir spielen jetzt Reim auf Schmerz. Okay, aber da brauchen wir ein bisschen Fachkompetenz. Das ist ein Spiel, da muss ein bisschen mehr... Wir brauchen Profimusiker. Wir brauchen noch einen Profi dabei. Und ein Experte in Sachen Musik, vielleicht sogar in Schlager, wird heute ja bei uns live spielen. Und du bist gemein. Ist ein ganz lieber Freund von mir. Ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich ihn sehe. Persönliche Bezüge, über die wir in der Sendung nicht reden können. Meine Damen und Herren, hier ist der wunderbare, gut riechende und noch besser aussehende Max Mutzke! Hast du dich hier versteckt? Ja, deine Kameramänner wussten Bescheid. Ich habe mir vor 5 Minuten gedacht, ey Mann, es ist doch viel lustiger, wenn du da hinguckst und ich von da komme. Ja, es ist in der Tat lustig. Aber nicht, dass das jetzt alle machen. Ich bin sehr schreckhaft. Ich glaube, das verbieten die jetzt weiter. Oder ging das mit der Kamera? Ging das? Ja, hab das ging bestimmt super. Wenn nicht, dann schneiden wir es raus. Ja. Max, kannst du dich noch erinnern? Kennt ihr euch eigentlich? Ja. Ich mag ihn. Entschuldige, dass ich dir vor der Kamera sah das so aus, als hätte ich dich nicht begrüßt. Aber wir haben uns natürlich schon begrüßt. Ja. Wir haben uns eben sogar in den Arm genommen, Schatz. Ja. Ah, das sind diese Momente. Ah, weißt du, die heterosexuellen Männer, komm. Die, ja. Weißt du? Oh. Ja. Das sind echte Emotionen, meine Damen und Herren. Echte Emotionen, sowas gibt's nur im Fernsehen. Authentizität. Max, erinnerst du dich noch, wie Reim auf Schmerz funktionierte? Leider, ja. Ja, okay. Er hat, willst du das Schlagerexperten, also er hat zu dir Schlagerexperte gesagt. Ich habe das mitbekommen, deswegen rannte ich auch. Es hat mir nicht mehr gereicht, da rauszukommen. Nein, ich weiß es noch. Du musst also quasi, man sieht jetzt ein Video von einem Schlagersong und dann hören die bei dem Reimwort auf, okay, und man muss dann weiter reimen. Man will raten, was es ist. Es passieren meistens ganz andere Dinge als... Genau. Okay. Ist es der Reihe nach oder hauen wir es anders? Ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal einen Buzzer, machen wir doch mit Buzzer, oder? Nee, können wir nicht. Nein. Wir machen ohne Buzzer. Ich würde es auch nicht mit Buzzer machen. Ist doch viel lustiger, wenn wir alle unsere Vorschläge bringen. Ich finde es auch, auch hochprofessionell, dass wir das Spiel in der Sendung noch entwickeln. Ich würde es nicht mit Buzzer machen. It's a work on progress. So, ja, genau. So, ist alles on the fly. Was haben wir denn da überhaupt? Hol mal raus, die Schlager. Wir haben Josef Holzmann da, Mädchen meiner Träume. Ja. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Okay, ich kenne es auch nicht. Okay, kennt es irgendjemand? Niemand, das ist eine gute Voraussetzung. Okay, Josef Holzmann, fahr ab! Ich glaube, es traut sich keiner. Kannst du dich noch erinnern? Ich hatte Gänsehaut, als wir uns damals trafen. Rochst du nach Sauerkraut? Oh, geil! Das ist aber sehr gut! Haut kann man ja nicht. Ich hätte was mit Vorhaut sonst gemacht. Aber man kann Haut. Nein! Bin ich froh, Haut, dass ich noch mal da reingegrätscht bin. Hattest du noch eine Vorhaut? Wo bin ich hier reingeraten? Also, mir ist gesagt worden, öffentlich-rechtlich. Wo laufen wir? Vergiss alles, was du gelernt hast in deinem Volontariat. Aber das ist ja der Wahnsinn. Wir lösen mal auf, was ist denn der richtige Reim eigentlich? Ich hatte Gänsehaut, als wir uns damals trafen. Mein Herz, es klopfte laut. Oh, laut! Oh. Das ist
Aber wahnsinnig ist doch diese Michael Jackson-Choreografie. Das ist so ein bisschen was, dieses so zack. Das hat er von den Backstreet Boys. Ich glaube, er hat es den Backstreet Boys beigebracht. Aber ich glaube, dass es viele gibt, die gehörlos sind, die Schlager hören, dann macht man das zur Zeichensprache, weißt du? Ja, stimmt. Die erzählen einen ganz anderen Text. Die hätten eigentlich was anderes reimen können. Der hat nämlich genau das gereimt, was du sagst. Wirklich geil. Was haben wir denn als nächstes? Wir spielen weiter, oder? Ich hätte jetzt noch ein persönliches Highlight. Und zwar Gerti und Evelyn Wöhrenschimmel und Trauner. Ach, das ist Wöhrenschimmel. Wöhrenschimmel? Wöhrenschimmel und Trauner. Wöhrenschimmel? Nach meiner Heimat heißt der Titel. Okay. Mach mir die Sinnflut. Ich mag's. Oh. Am Wald des Randes steht eine Hütte, die Mutter ging dort ein und aus. Jetzt schauen fremde Menschen aus dem Fenster und singen bald das Lied, das ich so mag. Nein, mit aus. Aus. Ja, stimmt. Es muss sich nicht reimen, es muss nur geil sein und das war geil. Das war wahnsinnig geil. Weil auch gleich kam. Das stimmt, mal aus. Aber es muss man mit aus. Mit aus. Du hast völlig recht. Haus aus. So einfach ist das. Klaus, Maus, raus. Gibt's alles. Ja. Was hast du denn gemacht? Ich habe Ohrenkrebs gekriegt in dem Moment. Und meine Augen haben angefangen zu schmilzen. Ich fand. Oh, das hat wirklich. Also, ich meine, das ist unglaublich. Ich sehe das. Gibt es da. Auf deinem 40. Geburtstag. Jetzt mal ganz im Ernst, da gibt es doch einen Regisseur für sowas, oder? Da muss doch ein Regisseur sagen, so, ihr setzt euch jetzt auf die Schaukel und dann geht's so hinten her. Und am besten schunkelt ihr immer von links nach rechts. Und nein, Gabi, von links nach rechts, nicht von rechts nach links. Und du, genau. Und auch der Blick so immer so, mach ich's richtig? Ich fand die beiden sehr, sehr süß. Ja, sympathisch. Die Möhrenschimmels. Können wir kurz auflösen, wie es echt geht? Jetzt schauen fremde Menschen aus dem Text auch so schön, dass sie sich abgesprochen haben, was sie anziehen. Meine Eltern waren. Ah! Ist das geil? Die haben das Elternhaus Video verkauft. Oh, die mussten das Elternhaus verkaufen, aber um die Gesangskarriere der Töchter für uns zu bringen. Ja, der Kleine wollte ja Model werden, hast du ja gesehen. Hat sich aber gelohnt. So, jetzt muss los, laufen. Ist das von YouTube? Haben wir das von YouTube? Ja. Wie viele Klicks? Privatkanal. So. Oh. Glaube ich, 6.000 Klicks. Hey, die hauen wir nach oben. Doch. Die hauen wir jetzt nach oben. Aber ich glaube auch nach der Sendung hier 6.200. Ich will noch eins spielen, oder? Na, komm mal raus. Ich hätte noch Laisa. Ja. Blaue Augen, Himmelstern. Spiel's aber ruhig lauter. Ja, gerne. Hau mal drauf. Oh, das habe ich nicht verstanden. Wir vermehren. Vier Mädels ziehen los. Das muss ich auf Gehen reimen, glaube ich. Nee. Ich habe noch einen stehen. Nein. Ja, jetzt spielen wir erstmal das Spiel. Ja, ja. Nein, das kann wollt ich das nicht. Wollt ihr es nochmal hören? Ja, nochmal. Bitte, irgendwas muss wehen. Unsere Haare wehen. Ja. Komm, sag's nochmal. Nicht die Auflösung aber, ne? Nur das Ding nochmal. Ich klein, ich mach lieber groß. Sehr gut! Das ist ich schäme mich. Ich schäme mich ein bisschen. Warum mache ich das? Weil es Spaß macht. Ja, weil das ist, du hast das Konzept Kindergeburtstag. Aber nicht, dass der HR deine Sendung draußen macht. Nein, ich bleib Dings vom Dachträumer, lieber. So, ja, ist auch eine, ist eine wunderbare Mal Sendung. Lohnt sich. Dann komm, wir lösen das noch auf und dann haben wir halt alle gewonnen. Aber das ist groß. Okay, ja, alles klar. Max! Das ist alles mit auf deiner. Genau. Alles mit alles drauf? Auf der Platte drauf. Das ist geil. Das ist alles das ist cool. Featuring Möhrenschimmel und so sind alle mit, drauf. Ich bin ein großer Fan, das weißt du. Das weißt du. Wir hören gleich also was live aus Max aktuellem Album. Ich muss dir noch einen Witz erzählen. Wir erzählen uns ja ab und zu Witze in der Sendung. Ich habe den Backstage nicht erzählt, weil ich den so lustig fand. Ich wollte den vor der Kamera erzählen. Ich habe den gestern gehört. Ich war mit der SWR Big Band auf Tour jetzt eine ganze Woche. Nee, länger, zwei Wochen in ganz Deutschland. Und dann sind wir ja alle aus dem Schwobeländle, also die SWR Big Band zumindest.
Und das ist sehr lustig, weil natürlich das Vorurteil schwäbisches Brustschwimmen und so, das kennt man ja, ne? aber jetzt kommt's. Dann haben mir die Leute... Kannst du nicht? Kann ich nicht. Schwäbisches Brustschwimmen. Das kann ich nicht. Alles zu mir. Alles, hey, hau mit. Es ist ja zum Beispiel der Satz, scharfe, scharfe Häusle bauen, geht ja im Schwabenland weiter. Da heißt es, scharfe, scharfe Häusle bauen. Baue Hund, verkaufe selber Bälle. Ja. Sehr gut. Aber der Witz, den ich erzähle, ist nicht der Witz. Der Witz, den ich erzähle, kommt jetzt. Drei schwäbische Bergsteiger stürzen in eine Gletscherspalte und sind verschollen. Und sie sitzen da unten. Und die Bergwacht findet tatsächlich diese Gletscherspalte. Und dann, hallo, wir sind von der Bergwacht. Mir gäbet nix. Herzlich willkommen im SWR Fernsehen, meine Damen und Herren. Max Mutzke wird gleich live spielen, meine Damen und Herren. Das war Reim auf Schmerz. Das ist das aktuelle Album von Max Mutzke, meine Damen und Herren, Colors. Und wir hören ihn jetzt live, weil das kann er wirklich gut. Hier ist Max Mutzke. Zugabe Smurf zusammen mit Max Mutzke! Colors, das aktuelle Album! Ein geiler Typ! Max Mutzke, Ladies and Gentlemen, vielen Dank an Sven Goring, der jetzt direkt auf dem Weg ist ins nächste Studio. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank bis dahin. Auf Wiederfernsehen! Internet ist eine gute Sache. Die beste Erfindung seit der Erfindung des Wäschetrockners. Das Internet, würde ich sogar sagen, ist die viel bessere Erfindung. Allerdings kann man dort keine Wäsche waschen und trocknen. Wie komme ich jetzt von diesem Thema auf drei Knöpfe, die ich dir, lieber Internetbenutzer, jetzt zeigen möchte? Zum Beispiel diesen Knopf. Mit diesem Knopf kannst du den YouTube-Channel der PM Krause Show abonnieren. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, hier drauf klicken, da drauf klicken. Und das Dritte, das sage ich dir erst dann, wenn du geklickt hast.